Oh, Mahesh, meine Hochzeit ist geplatzt. Jetzt stehe ich vor dir mit gebrochenem Herzen. Bitte halt mich. Mercy, das tut mir so leid. Ich hätte schon viel früher auf den Ruf meines Herzens hören sollen. Von der Minute an, als wir uns trafen, wusste ich, dass wir uns immer lieben werden. Oh, ist ja ganz was Neues. Hey, wir haben einen Hindu-Priester hier. Wir könnten sofort heiraten. Was? Unsere Familien wollten das doch immer arrangieren. Was sagst du dazu, mein Geldschatz? Geldschatz? Ich meine Goldschatz. Deine Hochzeit ist gerade geplatzt. Du musst verzweifelt sein. Du kannst es doch spüren, dass wir zwei etwas Besonderes sind. Machen wir es offiziell. Das geht nicht. Es ist noch zu früh. Scheiße, wieso denn das? Überleg mal, was ich durchmachen muss. Warum kriege ich nicht das, was ich will? Und was ich jetzt will, ist dich zu heiraten. Und zwar sofort, klar? Okay. Ich lass dir erstmal ein wenig Zeit für dich. Und dann reden wir nie wieder. Du bist offensichtlich nicht der Mann, den zu kennen, ich mir seit gestern schön gedacht habe. Hey, Tod! Hat denn der denn noch dieses Transportunternehmen? Ja, echt? Möchtest du mich heiraten?